Zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play League of Legends. Ich bin's, der Lü, und wir spielen heute Rengar im Jungle. Und ihr werdet leider keinen Sound haben. Ich habe nämlich selber auch keinen Sound auf meinen Ohren. Das liegt nämlich daran, weil ich, manchmal hat League of Legends selbst den Bug, dass bei manchen Spielen halt keinen Sound abspielt. Das ist irgendwie ein bisschen nervig. Aber naja, gut. Ich lege euch ein bisschen Musik drunter, dann passt das, glaube ich, trotzdem. Und, zack, 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 zack. So, wie gesagt, geht ja auch im Grunde genommen ein bisschen ums Commentary in erster Linie. Und halt auch ums, Gameplay. Zack, zack, oh, zack, den haben wir schon mal. So. Lalalala. Wobei, wir könnten eigentlich... Wollen wir invaden? Bei Evelyn. Schauen wir mal. Der Red Buff da ist von Evelyn. Oh, da hat die Bot angefangen. Ah, kommt irgendjemand? Ja. Kommt irgendjemand? Nein, es hat nicht gereicht. Es ist so behindert. Lol, lol, lol. Dein Scheiß. Fuck, man. Ein absolut unerfolgreicher Invade. Na toll. Ach ja. Könnte Lux schon bei uns noch das First Blood holen, ne? Aber Lux nicht. Vayne, ja, gegen Lux natürlich das First Blood holen. Aber Manu. Ja gut, aber soll uns jetzt nicht unbedingt aufhalten. Unserem Vormarsch. Zack. 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 Ah, war knapp. Schade, hätte auch anders auf jeden Fall auch ausgehen können. Ärgerlich. So. Okay, das Set hat auf jeden Fall Oha. Gut. Ah, schade, Evelyn. Kann ich leider nicht helfen. Aber ich, Why? Habt ihr da? Schade. Oh, und schon wieder. Das gibt's doch nicht. Oh, Mann. Bin schlecht mit Rengar. Ach ja, ach ja. So, jetzt ist Evelyn auf jeden Fall gut gefeedet. 3-0 mittlerweile. Ja, das ist nicht gut. So, ich hoffe aber, dass meine Teammates das ein bisschen besser hinbekommen. Aber wird schon noch. Alles noch im grünen Bereich. Das kriegen wir noch gut hin. So. Erstmal ganz normal farmen. Ich denke, wir sollten jetzt wirklich ein bisschen farmen gehen, weil wir sind jetzt gerade momentan gut behind. Nutzt uns dann alles nichts. So. Auch mal das hier noch. Evelyn ist gerade auf Toplane. Die kann jetzt natürlich machen, was sie will. So, Botlane gibt es gerade Action. Vayne kommt aber nicht hinterher. Oha.
Was ist da los? Lol. Nicht so gut. Oh nein, nein, nein. Echt nicht so gut. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh wow, was für ein Scheiß, ne? Der Lucian hatte gar nichts mehr, ne? Wow. 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 Ich hab noch gesagt, ich will nur noch farmen gehen, ey. Ach, Manu. So, Akali verliert auch noch gegen Zed. Wir stehen momentan wieder 9 zu 4 gegen uns. Und, oh, ich bin tot. Och, wow. Und ich bin 0 zu 4. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Blue ist natürlich auch weg. Aber die dürften vielleicht Evelyn bekommen. Sehr wahrscheinlich. Ja, holt sich Zed ab. Gut. Aber das war zumindest ganz wichtig. Gut, ich bin halt auf jeden Fall richtig behind. Bin wirklich richtig, richtig schlecht. Das heißt, für mich ist eben, ich bin raus aus dem Spiel momentan. Das heißt, ich muss mich jetzt wirklich komplett aufs Farmen konzentrieren, damit ich irgendwie nochmal die Möglichkeit habe, hier ins Spiel zurückzukommen. Okay, Yasuo macht das ganz gut, aber top alleine. Das ist schon mal gut. So. Versuchen wir mal mein Glück hier. Zack. Und zack. So, und zack. So. Und hepp. Hier. So, der Red kommt in ein paar Sekunden wieder. So, okay. Zack. Na gut, die anderen Lanes gewinnen halt zumindest halt auf jeden Fall. Soweit es geht. Ja gut, Lux hat natürlich Double Tiller als Support. Gut. Okay. So, ich habe jetzt einmal eine komplette Jungle-Runde auf jeden Fall schon mal machen können. So, ich versuche mir jetzt auf jeden Fall mal den Marseille zu snacken. Schauen wir mal, ob das funktioniert in dem Moment. Gut, Ulti ist auf jeden Fall raus. Ja, immerhin. Gut, erste gute Aktion in dem Spiel. Warum nicht? So, wie sieht's in der Mitte aus? Nicht so gut, oha. Nee, kann ich nicht gewinnen. Nee, gegen Evelyn gewinne ich nicht mehr. Zumindest nicht in dieser Runde. Ja, wobei ich halt trotzdem mit Evelyn noch ein bisschen was an Schaden halt auf jeden Fall gemacht habe, aber das reicht dann halt leider nicht. Naja, okay, gut. Ich glaube, wir werden uns noch mal ein bisschen in den Jungle auf jeden Fall zurückziehen müssen. Oh, Lux, oh, das war wichtig auf dem Botlane. Na gut, ja. Ja, wichtig, aber Vayne wird sterben. Nee. Hat das gereicht? Oh, aber richtig knapp.
Gut. Zack. Okay. So, wir machen auf jeden Fall jetzt nochmal eine Jungle-Runde. Ich denke, das kann nicht schaden. Okay, Yasuo auf Top wurde abgeholt. Und Evelynn. Die habe ich selber natürlich auch gut gefeedet, die Evelynn. Okay, das ist weg. Zack. Und zack. So, ja, ja, ich hol ihn mir gleich, Mann. Naja, schlimmer. Nein, es reicht nicht. Es reicht wieder nicht. Das gibt es nicht. Oh nein. Oh, das ist so bitter. Oh. Das war ein gutes 1-1-1. Aber es, ach, ey, es reicht einfach nicht. Nicht mal für einen Marseille, ne? Momentan. Oh, der wurde trotzdem abgeholt. Hab ich mal Assist bekommen? Ja, ich habe auch cool, ich hab mal Assist bekommen. Oh Mann, die flamen sich gerade, die Midlaner flamen sich gerade gegenseitig voll. Und zack. Hier. Oh, Akali ist weg. Wow, nicht schlecht. Nicht schlecht. Hin. Nein, oh, die kriegt mich halt noch den Kill. Oh nein. Oh nein, der Yasuo. Oh nein. Zed, mach doch mal was. Ja, Mann. Dieser Zed. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, 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 Mann. Das ist wirklich mittlerweile momentan mein wirklich allerschlechtestes Rengar-Spiel. Ich hatte vor allem, war das eigentlich immer relativ stabil gewesen mit Rengar, aber jetzt heute versuche ich gerade eine Aufnahme mal hinzubekommen mit Rengar. Und da ist es so, dass ich irgendwie fast nur am Verlieren bin oder richtig, 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 richtig am Schlechtsein. Zack, zack, zack. Aber vielleicht kommen wir kommen übers Late. Wir kommen übers Late mit Wenger. Das kommen wir auf jeden Fall. So. Ja gut, wir sind natürlich auch immer noch behind. Behind as fuck. Und immer wieder irgendwo kleinere Fehler. Auch jetzt hier schon mal zum Beispiel wieder gesmited, obwohl das gar nicht mehr nötig war. Wir probieren es jetzt auf jeden Fall gleich mal Richtung bei Marseille. Hm.
Ne, ich will jetzt hier gegen Berlin nicht schon wieder einen Kill verlieren, muss ich sagen. Weil die anderen Lanes, die gewinnen halt, ne? Und muss man natürlich auch mal für sich selber halt auf jeden Fall zurückstecken. Und dann halt mal sagen, okay, gut, wenn die anderen Lanes schon am Gewinnen sind, dann sollte man versuchen, relativ normal zu spielen. Also jetzt nicht wirklich irgendwie irgendwas. Okay, ja, die erste Wurftop wurde abgeholt. Aber wir haben auf jeden Fall eine ziemlich gut laufende Botlane und ich bin halt in erster Linie derjenige, der halt am schlechtesten spielt und ich selber weiß ja für meinen Teil, dass ich halt eigentlich auch besser spielen kann und deswegen können wir das eigentlich ganz gut reißen wahrscheinlich noch. Gerade auf jeden Fall auch im Late Game werde ich vermutlicherweise auch noch ein bisschen besser dastehen als jetzt. I just realized he is 007. So, ja, wie gesagt, ich selber weiß natürlich, das ist natürlich nicht mein bestes Spiel, das ist natürlich klar. So, aber wie gesagt, irgendwie, das gehört sich halt meiner Meinung nach nicht unbedingt dann halt im All-Chat halt die anderen halt zu blamen. Man kann das halt immer freundlich schreiben, meinetwegen, dass man irgendwie seiner besser spielen soll. Oder versuchen zumindest halt auf jeden Fall besser zu spielen, aber manchmal geht es halt auch nicht. Vor allem schreibt das halt im All-Chat, ne? Das verstehe ich halt nicht. So, ich weiß jetzt noch gar nicht, wo ich jetzt so richtig hin soll. Na, das Set ist viel zu low, um irgendwas zu machen. So, als nächstes kommt der Feuerdrache. Fuck, Mann. Ich bin gefickt. Ah, fuck. Och, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich wollte eigentlich halt mit der Botlane. Das war gerade mein Gedanke gewesen, dass ich die Botlane halt ein bisschen unterstütze halt. Aber irgendwie, ich bin halt so krass raus aus dem Spiel. Evelyn, die hat mich halt einfach von Anfang an weggehauen. Natürlich ein bisschen Glück gehabt. Hätte bei mir halt genauso andersrum auch aussehen können, ne? Aber in dem Fall war die Evelyn halt, hatte die Evelyn halt das Glück. Aber wie gesagt, unsere Dudes in meinem Team, die nicht wirklich schlecht gefeedet. Deswegen halt einfach weiter normal weiterfahren. So, wie sieht's hier unten aus? Gar nicht so schlecht, ne? Ja, ich komm mal. Ja, endlich der erste Kill, jawohl. Nice. So, sehen die Stats schon gar nicht mehr so schlecht aus. Gut. Die Mitte ist auf jeden Fall massiv. Ah ne, kann ich halt auch nicht ran. Würde sich auch nicht lohnen, da dran zu gehen, wieder mal. Bin Level 11, der ist Level 13. Bin zu low life.
So, dann versuchen wir mal hier oben mal noch das Camp zu holen. So, jetzt können wir uns auf jeden Fall schon mal Humus auf jeden Fall mal holen. Dann können wir, gehen wir als nächstes auf die Hydra noch. Und dann sieht die Welt schon mal ein bisschen anders aus. Ja. Und sich nicht. Die Illusion kommt auf jeden Fall runter. Den hole ich mir auf jeden Fall. Ja, wohin? Hä? Oh, Evelyn steht dort auf einmal dort bereit, ey, um mich abzuholen, ey. Ach, Mann. Jede halbwegs vernünftigen Aktion kommt Evelyn an und killt mich. Ach Mann. Oh, dafür killt Vayne Evelyn. So, Drake ist da. Ich calle mal für Drake. Evelyn ist ein perfekter Zeitpunkt, jetzt eigentlich auch direkt zu machen. Evelyn auch tot ist gerade noch. Might habe ich auch ab, das ist schon mal gut. Zetem killt gerade noch, hat gerade doch die Luft gekillt. Falle nochmal für Drake, weil immer noch keiner so richtig auf dem Weg dorthin ist. Außer ich. Gut, also den Drachen haben wir schon mal. Für Baron. Called für Baron direkt. Dann. Boah, gut. Ist jetzt nicht unbedingt unmöglich, ne? Baron. Kann man glaube ich sogar machen. Und wenn die halt absolut keine Vision drauf haben, ne? Warum denn auch nicht? Natürlich auch gut schief gehen. Oh, crazy. Wow. Hat sie wieder direkt erwischt. Aber, ja. Die haben wir trotzdem gut. Oder? Ah, die Vayne. Schade. Ja, gut. Einer mit Baron. Okay, gut. So, meine Stats hat sich immer noch nicht gebessert. Es tut mir echt leid. Aber ich habe mich bemüht. Und ich bemühe mich, andere Champions zu spielen. Ich hatte vorher, Rengar hatte ich eigentlich vorher relativ eine Zeit lang eigentlich gespielt. Also, was heißt denn eine Zeit lang? Also, ich hatte immer über 2-3 Spiele gespielt. Fand die Mechanik eigentlich auch relativ easy. Aber, ja, gut, jetzt hat's halt beim Live-Test sozusagen, bin ich gerade ein bisschen am Versagen. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich.
aber es gibt auch Schlimmeres. Aber wie gesagt, unser Team ist gut im Plan. Für meinen Teil zwar nicht ganz so, aber vielleicht kann ich noch die eine oder andere Situation noch mitreißen hier. So, Akali wird gerade gejagt. Okay, da geht's auf jeden Fall gerade zur Sache. Oha. Ich hab grad den Bader gespielt. Sagen. Und die Vayne. Ah, okay. Oh, geil. Komplettes Ace. Wenger, please. Okay, das ist auf jeden Fall witzig, ne? Weil ich hatte wirklich dieses Spiel wirklich enorm viel Pech gehabt. Diesmal habe ich halt auf jeden Fall. Diesmal habe ich das Glück gehabt. Und auch dadurch mit den Fight. Ja, entscheidend nicht, aber der Fokus lag halt auf jeden Fall auf mir. Muss halt auf jeden Fall back, das X. Gut, Pickaxe kann ich mir auf jeden Fall noch kaufen. Ansonsten läuft das Spiel ja gar nicht mal so schlecht. Außer, dass ich halt wirklich richtig abgefuckt habe. Kann ich das aber noch ein bisschen in Ordnung bringen. Ich habe ja nicht mal jetzt, ich habe jetzt nicht mal einen Assist bekommen. Ich wollte eigentlich mehr den Lucian schnappen. Aber und rausnehmen, weil ich den ein bisschen abseits vom Team gesehen habe. Aber das hat nicht funktioniert. Das heißt, ich habe im Grunde genommen jetzt in dem Fight nur kassiert. Das ist schon ganz schön bitter. Leona klaut mir auch noch das Ding. Okay, Akali ist in der Mitte. Okay, komm mal. Und schnapp sie mir alle! Ja! Na gut, einen Assist habe ich zumindest bekommen. Für meinen Einsatz. So, jetzt geht das Geflame bei den anderen natürlich hier gut los. So, wir können auf jeden Fall auch noch auf die Bot rotieren. Dann geht vielleicht so. Okay. Oh, auf jeden Fall die Evelyn noch. Okay, gut. Ah, scheiße, ey. Mist. Hat nicht geklappt. Aber ich habe zum Schluss die Evelyn gekillt, ne? So ist es, ne? Niemals aufgeben. Never give up. Ne? Der Hashtag der Woche. Ja, gut. Ansonsten, ja, gut. Natürlich richtig, richtig schlechtes Spiel. So sollte man das auf jeden Fall mit Rengar nicht machen. Vielleicht hat aber allerdings halt auch auf jeden Fall nochmal irgendjemand von euch halt vielleicht nochmal einen kleinen Tipp auch für mich, wie man dann Rengar am besten halt noch spielen sollte. Ich habe mich da noch nicht so krass wie jetzt mit Rengar dann nochmal auseinandergesetzt, sondern ich habe mir angeschaut, ja, was gilt man so grundsätzlich und wie funktioniert das und das und dies und dies und jenes. Und ja, ich weiß zum Beispiel auch nicht, was die Clown hier im Detail jetzt zum Beispiel machen. Sprung wird erhöht, zum Beispiel die Reichweite, ja. Oh, gut, ne?
So. Okay. La 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 la. Und ich renne dort rein. Ach Mann. Das ist wirklich eines meiner schlechtesten Spiele. Oh Mann, ey. Wayne ist halt so krass gefeedet. Die ist halt komplett full wild. Ich glaube, die könnten sogar finishen, oder? Nee, finishen glaube ich nicht. Aber nah ran kommt das auf jeden Fall. Bin halt auch vom Level her immer ziemlich behind geblieben. Vom Item-Bild her, gut, ja, an Vayne komme ich sowieso nicht ran. Und ja, der Rest ist natürlich auch deutlich mehr gefeedet wie ich. Das heißt, ich bin wirklich halt, man gewinnt trotz mir, kann man wirklich so sagen. War auch ein bisschen peinlich gerade. Aber das gehört auch mal mit dazu. So, machen wir nur den Move hier, zack. Die Bär waren wir auf jeden Fall da. Ja. Den machen? Ja, warum nicht eigentlich, ne? Oha. Ja, Evelyn liebt mich, habe ich schon da das Gefühl. Okay, der ist abgerippt. Gut. Wo war denn hier? Wo ist denn hier? Lucian, wow, kill a DC. Hä? Oh. Oh, wow. Gobby-Montage, okay. Der Bild ist auf jeden Fall trotzdem, ist wirklich nicht unbedingt schlecht, muss man sagen. Und YouTube. Ja, okay, das war auf jeden Fall eine weitere Runde League of Legends. Wir haben es gewonnen und ich spreche da wirklich in der Personenzahl wir. Oder beziehungsweise die anderen haben sie ja gewonnen für mich. Rengar selbst, da muss ich auf jeden Fall noch eine Weile lang üben. Die ersten Spiele liefen eigentlich relativ erfolgreich sogar. Fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Jetzt hat sich ein Stück weit herauskristallisiert, dass da definitiv noch einiges an Verbesserungsbedarf halt ist. Das ist jetzt im Grunde genommen das dritte Spiel. Die ersten beiden Spiele liefen auch nicht so besonders gut. Wie gesagt, ich möchte ja immer ganz gerne ein bisschen Abwechslung auf meinem Kanal haben, was jetzt die Champions halt auf jeden Fall angeht. Ich werde vielleicht nochmal eine andere Playlist machen, wo man dann irgendwie mehr Richtung Ranked und halt irgendwie weniger Richtung verschiedene Champions geht und so weiter und so fort. Aber die Playlist soll halt für ein bisschen Abwechslung sein grundsätzlich. Und ja, wie gesagt, ihr könnt auf jeden Fall gerne ein paar Verbesserungsvorschläge auf jeden Fall mal in die Kommentare reinschreiben, wie man da mit Rengar vielleicht gegebenenfalls an der einen oder anderen Situation vielleicht noch besser umgegangen wäre, wenn ihr selber Rengar spielt. Und in dem Sinne, lasst ein Feedback da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.